So, und willkommen zurück bei Minecraft. Wir klopfen uns hier gerade zwecks einer Verbindung in die Berggegend, meterweit in die Tiefe. Was es also für einen Sinn und Grund hat, werden wir noch sehen. Aber jetzt erstmal ordentlich Mining. Und dann können wir ein bisschen craften, vielleicht. Aber auch nur vielleicht, das weiß ich noch nicht. So, weg du Stein. Und weiter geht's in die Tiefe. Wird es draußen eigentlich wieder dunkel? Nee. Das wird nur hier unten so dunkel. Also pappen wir mal eine Fackel ran. Das kann natürlich noch ein bisschen dauern, ehe ich das alles so schön fertig habe, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber kann man ja machen. Es ruckelt hier gerade ganz mächtig und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was dieser verdrehte Rechner schon wieder macht. Man müsste ihn mal fragen, aber das geht ja zurzeit noch nicht. Irgendwelche Computer, die einfach mal eine sinnvolle und verständliche Antwort geben können. Also unter sinnvoll und verständlich meine ich jetzt nicht, dass man einfach mal ein bisschen Quellcode ins Gesicht bekommt und sich der liebe Rechner dann einfeixt. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt auch nicht so, dass man mit dem Rechner wie mit Menschen sprechen kann, weil selbst Menschen geben nicht unbedingt immer aufschlussreiche Antworten. Und ich frage mich, ob das nicht langsam irgendwann reicht. Ach, was soll's. Zeigt mir den Weg nach unten. So heißt es hier. Ja, das ist natürlich jetzt auch sehr spannend. Aber ich gehe einfach mal die ganze Zeit weiter quatschen, bis mir irgendwann die Stimmbänder reißen, ich dann nur noch röcheln kann, Blut spucken, was ihr leider dann nicht seht. Aber ich kann ja so einen Effekt einbauen mit Blutspucken oder so. Na egal, also Stimmbänder gerissen, Blutspucken und so weiter und so fort. Kann man vielleicht irgendwann noch alles sehen. Aber bisher sieht man erstmal wenig, weil es schon wieder ziemlich dunkel wird. Nicht so günstig. Wir nehmen eine Fackel und an die Wand damit. So, das hier noch rausgekloppt. Und wenn ich das recht gehört habe, war hier gerade ein Höhlensound. Also ich breche den Runtergang dann ab, wenn ich auf eine Höhle treffe. Oder wenn ich meine, es ist genug. Das ist ziemlich einleuchtend. Und auch eigentlich verständlich. Hoffe ich doch mal. Also denke ich mir zumindest. Ist natürlich auch ein lustiges Unterfangen, dass ich gesagt habe, ich möchte den ganzen Bahnhof aus Sandstein basteln. Nur damit er in die Gegend passt. Uhu. Naja, mal gucken. Mann. Ich glaube, ich bin schon zu vielen Creepern begegnet. Ich kann hier mal gucken, wie tief wir jetzt eigentlich sind. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Meter in der Tiefe. Der Dorfwohner kriegt die Panik, weil er irgendwie ins Haus möchte. Bevor wir die Panik kriegen, tun wir das auch gleich mal. Ja, jetzt muss ich natürlich überlegen, wie tief ich das jetzt noch mache. Aber ich denke, 22 Meter in die Tiefe reicht vielleicht, ne? Duppala, was hat der denn für Probleme? Da brennt ein lustiger Zombie. Hallo, Zombie, 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 Zombie. Ich, ja. Ach, verdammt. Jetzt wollte ich noch im letzten Moment seines Lebens die Axt im Kopf jagen, um seine Erfahrungspunkte zu kriegen, aber das hat nicht geklappt. Na gut, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hat 21 irgendeine Bedeutung? Nee, ne? Na, dann mache ich halt das auf 23. 23 hat irgendeine Bedeutung, denke ich mir. Also mache ich das Bahnhofslevel auf 23 Meter Tiefe. So, das sind jetzt 22. Hier ist Erde und Eisen. Wunderschön.
Eisen, ich freue mich. 22, also noch eins tiefer. Na, geh kaputt, du Eisen. So. Also ungefähr dann auf diese Höhe, ne? Oder habe ich jetzt das falsch gemacht? Na, egal. Einfach mal auf diese Höhe, weil hier gerade Eisen ist. Genau. So. Da muss ich hier eine große Halle rauskloppen. Was natürlich auch wieder lustig werden kann. Und viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber man ist hier Verdruss und Schmerzen gewöhnt. Und eigentlich müsste ich hier überall noch. Ach so, müsste ich nicht. Ich müsste hier. So. Genau. Jetzt mache ich hier die Erde weg. So, hier ist die Treppe. Also hier kommt dann die Treppe hin. Dann lasse ich hier meinen Streifen frei. Also kommt hier das Eingangsportal zur Halle hin. Also hier so. So, da wird das Eingangsportal. Hier auf der Höhe. Und dann fängt hier hinter, fängt dann die Halle an. Also die Nicht-Bahnhofshalle meine ich jetzt. Also hier und so ungefähr. Ich klopfe das mal hier rein. Und habe da so eine Art Schluck auf. Ich weiß auch nicht warum. Aber hier so Halle, ne? Ich würde natürlich jetzt wirklich schön gern hallenmäßig bauen. Da muss ich überlegen, wie ich das mache. Also ich kann erstmal den Grundriss ausheben und die Decke dann später machen. Das wäre doch meine Idee. Aber erstmal Eisen. So. Ich klatsche hier mal unschön Cobblestone rein. Aber das wird dann später noch besser. So, ich hätte gern eine symmetrische Halle. Hier Eingangsportal, pipapo. Überleg. Wie breit mache ich die eigentlich? Ich meine, die muss ja nicht allzu breit werden. Das sind 3 Meter, 3 Meter, 3 Meter. Dann mache ich sie 12 Meter lang. Und 6 Meter breit. Ist das ein IO? Na gut. Also, die ist schon mal 3, also noch. 12 minus 3 macht. Achso, nee, 4. 4 mal 3 macht 12, oder? Achso, es. Wenn ich natürlich auf eine Einer-Symmetrie gehe. Also, Einer-Symmetrie meine ich jetzt damit, dass halt die Symmetrieachse von einem Klotz gebildet wird. Und eine Zweier-Symmetrie wäre das, wenn das von zwei Klötzen gebildet wird. Aber ich habe mich jetzt hier halt auf eine Einer-Symmetrie geeinigt. Das heißt, wir. Was ist denn 3 mal. Nee. 15, mache ich das halt 15 Meter. Sieht ein bisschen beeindruckender aus. Also in die Richtung noch 6. So, ich mache erstmal den Grundriss mit 3er Höhe. So, 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Und hier drüben noch 2, 3, 4, 5, 6. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und dann insgesamt. Also, ich meine, gut, das hier mache ich noch weg. Damit das ein bisschen großzügiger wirkt. Wir wollen hier nicht kleinlich sein. So, ach so, den Portalbogen kann ich eigentlich hier rausmeißeln. Und hier in die Lücken stelle ich dann irgendwas Hübsches rein.
Ein Blumentopf oder so. Damit das ein bisschen malerisch wirkt. Oder? Ach nee, warte mal, ich mach das anders. Ich setze den Portalbogen auf, sodass ein bisschen Raum reinsteht. Das wäre vielleicht besser. Gut, also wir machen die Halle jetzt so 15 lang. Und dann entsprechend ungerade Zahl wählen. Wir nehmen. Oder nehme ich eine gerade? Nee, warte, ich muss eine ungerade Zahl nehmen. 3 in der Mitte. Naja, dann mache ich. Nee, 13 nicht, das ist doof. Mache ich nur mit 10. So dass ich dann. Ich mach's mit 9. 15 mal 9, mal gucken, wie das wirkt. Also, na gut, 15 mal 9, ja, das reicht aus, reicht aus. Wir müssen jetzt nur alles auskleiden und tralala. Also. 3 sind wir hier. So, so, so. Also, Minecraft hat an sich viel mit Zählen zu tun. Vor allem, wenn man sich irgendwelche Gebäude erstellen will und die plant. Also, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 Fackel. So, ich mache das gleiche da drüben. Und da müsst ihr eigentlich nur rübergraben können mit der Spitzhacke, die gleich im Arsch ist. Naja, wunderbare Planung. Also. Aua. Ja, ja, ja. Ja, zumindest steht der Plan ungefähr so. Also kann ich denn nicht alles mit Sandstein verkleiden? Meine Güte. Da habe ich mir das vorgenommen. Das muss ich mal zugeben. So, und dann werde ich mir auch erstmal Treppen bauen, dass ich hier mal ein bisschen bequemer runterkomme. Weil diese anderen Leertasten gedrücke. Ist für Mensch und Maschine nicht unbedingt zuträglich. Na gut, hier habe ich noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich gehe mir noch hier mit dem Sandstein und den restlichen Treppen. Gehe ich mal auf den Treppen bauen. Wie war denn das? Daraus können wir nichts mehr machen. Das können wir so stapeln. Das machen wir so, das machen wir hier und das machen wir dort. Dann noch das dahin, das hierhin und das dorthin und machen uns Treppen. So. Das können wir noch, das können wir noch hier und noch mehr Treppen. Da wieder ein Sandstein übrig, aber was soll's. Den Sand behalten wir auch mal da. Ich habe noch ein Sticky, das ist ganz klasse. Das heißt, wir bauen uns hier gleich nochmal ein bisschen was in Richtung hier, tralala. Ihr wisst ja schon, Stöcke. So. So, an die Stöcke friemeln wir oben so ein bisschen Stein dran. Davon haben wir ja genug. Hier, Minecraft. Sag mir doch mal, was das für ein Werkzeug ist. 4 Spitzhacken dürfte erstmal reichen. Ach. Spitzhacken, genau. Spitzhacken, Spitzhacken, Spitzhacken. Steine, Steine, Steine. Ein Hühnerbein, ein Säppling. Ein bisschen Brot. Fackeln haben wir auch noch. Die 4 Eisen, können wir die mal sicherheitshalber in die Kiste packen? Ja. Können wir. Die Kohle auch. Ja, die Treppen behalte ich nochmal drinne. Das kommt hier rein. Ja, Kohle können wir stapeln. Ich habe sogar schon Gunpowder. Yay. Gut. Die Erde behalte ich auch mal. Die Schippe werden wir nicht so brauchen. Ach, und es wird schon wieder dunkel. Na gut, dann stellen wir uns hier auf die Brücke und gucken, wie die Sonne hier schön untergeht. Und ich mache hier sowas in Abmoderation, indem ich sage, ja, haben doch in dieser Aufnahmesession einiges gesehen und erlebt. Und wissen auch, wie es weitergeht, indem wir da hinten einfach mal unseren Nichtbahnhof bauen. Die Dorfwohner gehen schlafen, das tun wir auch. Und sehen uns dann in der nächsten Folge und auch Aufnahme von Minecraft wieder. Wenn wir dann unseren tollen unterirdischen Transportsituationsfall weiterbauen werden. Aber bis dahin erstmal Tschüssi Kowski oder so. Ne? Bis denn.